Jo Leute, willkommen zurück hier bei Mighty Number 9 und wir sind auf dem Weg zu Mighty Number 3, die in Mighty Number 2, den Icy, haben wir ja mehr oder weniger sehr erfolgreich besiegt. Und dann schauen wir mal. Damit habe ich... Also mit Dunkelheit habe ich jetzt nicht unbedingt so das Problem. Also wenn das das Einzige ist, dann finde ich immer noch den Eis hier am schlimmsten. Wie geht's jetzt hier weiter? Ich will da jetzt nicht einfach runterspringen. Aber mir scheint wohl nichts anderes übrig zu bleiben, ja. Ist ernsthaft so. That's more like it. Here we go. Bring it on. That's more like it. So. Upsie und tot. Jupp. Diese Stromdinger sind echt böse, also festhalten ist nirgendwo am besten, weil man dann doch zu anfällig wird gegen diese Teile. Ich vermute mal, die werden überall rumstehen, wo ich mich eventuell festhalte. Und darum... muss ich da echt zusehen, dass ich, soweit es geht, auf an Kanten festhalten verzichte. Ups, wow, das war eng. Und weg. Da dash ich einfach durch. Das ist, glaube ich, am besten. Und... hier muss ich jetzt ernsthaft gucken, wie ich das mache. Das soll ich aber schaffen. Boah, da habe ich gedacht, ich falle. So. Ich habe mir jetzt mal die Tipps durchgelesen, die das Spiel selber gibt. Und die erklären sehr gut, was... die einzelnen Fähigkeiten machen. Oh. So. Und weiter geht's. Und man muss halt vorher wissen, dass es sowas gibt. Sind das jetzt Gegner? Tun die mir was? Weil im Moment wirkt es nicht danach. Look at the size of those turbines! Careful you don't get sucked in, Beck!
Okay, ich soll nicht eingesaugt werden. Okay, das hatte ich auch irgendwie nicht vor. Okay, wie komme ich jetzt am besten an den... Okay. Die patrouillieren. Ich dachte, die bleiben da jetzt stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in dem Raum gerade ein Leben gab und ein extra Leben. Und da scheine ich nicht ranzukommen. Also wirklich eingesaugt wird man wohl nicht von denen. Man muss nur aufpassen, dass man sie halt nicht berührt, denke ich mal. Ups. So, ups. Und weiter geht's. Okay. Schwierig. Hint, use the crouch dash. Ja, aber... Okay. Funktioniert das so? Ich hoffe es einfach. Also ich werde es gleich mal ausprobieren müssen, so. So, hier oben ist auch einer. Ja. Okay, das kann ich so vergessen. Gibt er mir irgendwo Tipps? Crouch Dash. Was ist ein Crouch Dash? Moment, ich wollte eigentlich auf Controls, danke. Okay. Ich... Ah, okay. Also ich kann den wohl länger machen. Aber... Ob das reicht, da bin ich noch skeptisch. Ne, den muss ich erstmal anschießen. Und hoch, und hoch, und hoch, und hab dich. Es reicht wirklich aus. Also der kriegt zwar eine neue Frisur dadurch, aber das reicht aus, um ihn da zu retten. So. Jetzt kommt wahrscheinlich erst wieder ein Zwischenboss. Aha. War ja klar, dass sie die Stromfresserin ist. Das finde ich gut. Leben. Die klingt irgendwie wie eine Biene. You come for my power? You want to take it from me?
Okay. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich nehme mal an, die fliegen gleich in die Luft. Oder sie lässt da gleich Blitze einschlagen. Ich frage mich, ob ich die mit Pyro abschießen kann. Ah, sag das mal nicht, meine Liebe. So. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie ich sie da am besten kriege. Okay. Also man kann die, glaube ich, abschütteln. Genauso wie man auch Eis abschütteln kann. Habe ich jetzt zu spät gesehen. Okay. So. Und ich glaube, die hat einfach nur sehr, sehr wenig Verteidigung. Ja, man kann die abschütteln. Und das ist echt eine böse Technik, ey. Wie sollte ich da jetzt wegkommen? Okay. Ja. Wie gesagt, ich brauche da normalerweise so meine ein, zwei Leben, dass ich den Boss verstehe. Ich glaube, das ist auch das, was das Spiel ausmacht. Im Endeffekt die Bosse, die man am besten selber guckt, wie man die besiegt. Jo, hier müsste ich sicher sein. Und dementsprechend... So, jetzt bin ich halt nur unsicher. Ja, ach, ich hab's befürchtet. Ja. Und jetzt? Ah, okay, ich muss die... Okay, das ist definitiv ein ordentlicher Boss und dieses Mal werden wir das ganze Level nochmal spielen, denn das war jetzt ziemlich kurz, das Level, und ich denke mal, das können wir durchaus machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal bei Mighty No. 9. Tschüss und habt noch viel Spaß.